es, glaube ich, sinnvoll und ist es, glaube ich, auch sozial richtig. Klar, außer den eigenen Arbeiten, also dem Raum der Abendschule, ein bisschen Mathematik, Kissen gibt. Das finde ich einfach, ja, das war mir schon jetzt hier klar zu machen, dass ein Raum an die Gesellschaft ist. Nehmen wir mal Wachs oder Föhn oder Fett, das ist ein Prozess vor Ort. Nämlich durch erhöhende Temperatur im Raum, sprich verschiedene Energieeinsatz im Raum. Josef Beuys in Duisburg, Lehmbruck Museum. Herr Stecker, was passiert hier? Beuys war immer schon in Duisburg. Also ich selber habe mit ihm 1980 hier in Duisburg, in Weinheimer Ort, seinerzeit diskutiert. Da war er für die Grünen Kandidat. Und es war eine wunderbare Aktion einer Galerie namens Schmitz und Becker, die damals, oder Kunstraum, die damals in Duisburg wirklich Avantgarde-Programm gefahren hat. 1986 bekam Beuys den Lehmbruck-Preis mit seiner unglaublich intensiven, mittlerweile weltweit publizierten Rede. Aber zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, kein einziges Kunstwerk von Beuys hier im Lehmbruck-Museum. Damals gab es kein Beuys-Kunstwerk im Lehmbruck-Museum. Danach wurde dieser wunderbare Raum 90.000 Mark erworben, den wir jetzt neu installiert haben, in einer wirklich realen Architektur, auf einem Parkett. Dieses Parkett haben wir ausgesucht nach den Fotos der ersten Installation des von Duisburg erworbenen Raums hier im Lehmbruck-Museum. Darum jetzt hier oben Parkett. Und was das Wunderbare ist, es gibt einen wirklich kleinmögenden, nicht vermögenden Privatsammler, der sehr großmögend uns gegenüber war, nämlich uns seine Beuys-Sammlung zu leihen. Und so haben wir jetzt 120 Editionen aus zwei Duisburger Privatsammlungen. Beide Sammler wollen nicht genannt werden hier im Hause. Und was das Schöne daran ist, es sind Sammler, die wirklich sich ja die Marken und Cent und Euros für Kunst absparen. Die gehen nicht Kaffee trinken, sondern kaufen lieber eine Postkarte von Beuys. Die gehen nicht essen, sondern kaufen lieber eine Edition von Beuys. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, was wir vorhaben klarzumachen. Man muss, um Kunstenthusiast zu sein, nicht reich sein. Man kann auch mit wenig Geld kunstenthusiasmiert werden. Ja, und vor allem das Faszinierende an dem Sammler, den Sie gerade erwähnt haben. Sie sagten vorhin, dass der fast 80 Jahre alt ist, ja, dass der immer gesammelt hat und trotz dieser immensen Wertsteigerung, die zwischendurch passiert ist, weiter gesammelt und nicht verkauft hat. Es geht diesem Menschen wirklich nicht um die Wertsteigerung. Er freut sich natürlich, wenn er sieht, Mensch, das habe ich damals für 10 Mark gekauft, das kostet hier 7.000 Euro oder kostet 70.000 Euro. Das freut ihn natürlich, dann bekommt er so ein bisschen, aber er verkauft es nicht. Es ist wirklich ein Enthusiast. Und ich habe einen ganz, 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 ganz großen Faible für diese privaten Enthusiasten, Sammler, besessenen, enthusiasmierten Leute, die in irgendwelchen kleinbürgerlichen Etablissements Duisburgs wohnen und nicht nur in Duisburg wohnen und ja, die einfach begeistert sind. Wo die Künstler ein- und ausgehen, also ich bin übernächste Woche, immer am 14. Juli trifft sich Rosemarie Trockel Dröse und Walter Dahn und einige Künstler und ein, zwei Museumsleute. Und ich treffe uns bei einem Sammler in Oberkassel, weil der Geburtstag hat. Und die ganze Wohnung ist nur voller Bücher und Pikes und Beuys und Stüttgens und Dröses und Truckels und von der Fußleiste bis zur Decke, der Keller voll. Man muss sich, wie auch bei dem Sammler, von dem die Arbeiten hier sind, zum Teil einen Weg bahnen durch die Kataloge und Bücher und Kunstwerke. Wunderbar. Also gewissermaßen alles Glücksfälle, die nur entdeckt werden müssen. Das ist die andere Seite der Kunst, die einfach viel zu wenig bekannt ist. Wir reden immer nur über die Riesendollarbeträge bei Riesenauktionshäusern. Nein, Kunst, gerade in den Rheinlanden, gerade in diesem Bereich Deutschlands, in diesem Bereich der Welt, sagen wir mal zwischen Bonn und Duisburg oder Bonn und Emmerich,
gibt es diese Begeisterung für Kunst und alle haben sie irgendwas zu Hause und sie kannten Beuys und sie kannten Richter und sie kannten die Bechers und sie kannten Uecker und dann haben sie was und hatten die am Anfang mal kein Geld und hat man eine Arbeit abgekauft. Das ist einfach das Wunderbare an dieser Region. Also praktisch schon so eine Art frühes Networking oder das, was man heute als Networking bezeichnen würde. Das ist das, was Kunstszene eigentlich immer ausgemacht hat. Und das ist hier noch lebendig. Und wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, diese Lebendigkeit zu erhalten, dann würden wir das gerne tun. Okay, vielen Dank. Am 10. Juli wird das Lehmbruck-Museum in neuem Glanz erscheinen. Was machen Sie da? Wir machen gar nicht viel. Wir haben ganz, ganz viel zu zeigen. Die neue Präsentation des Lehmbruck-Traktes, die Ausstellung Wilhelm Mundt, die der Förderverein finanziert, weil er nämlich auch den Ankauf finanziert, und die 7 Müllsteine und Trashstones von Wilhelm Mundt danach dem Lehmbruck-Museum als Dauerleihgabe gibt. Die Beuys-Ausstellung hier ist zu sehen. Raumes ist zu sehen, die Architektur von Manfred Lehmbruck ist zu sehen, darum wird ein Teil des Museums frei sein. Die Neupräsentation der Abstrakten ist zu sehen im ehemaligen Wechselausstellungsraum, jetzt einfach nur noch Ausstellungssaal, und wirklich ein Highlight aus der Sammlung der Telefonica Madrid O2 haben wir 44 kubistische Werke bekommen, unter anderem 11 Arbeiten von Juan Gris, die wir in unserer neuen Galerie, ein neuer Ausstellungsteil des Hauses, in der neuen Galerie mit den Meisterwerken unserer Skulptur kubistischer Denkungsart zusammen zeigen. Das werden wir intern machen. Extern haben wir Frank Kölges und 38 weitere Musiker eingeladen, die von 2 Uhr mittags bis 8 Uhr abends, also bis eine halbe Stunde vor Anpfiff des Spiels um den dritten Platz, den Kantpark, das Lehmbruck-Museum innen und außen in eine festliche Atmosphäre verwandeln, sodass man hier trinken kann, essen kann, Kunst gucken kann. Es gibt Führungen, es gibt Musik zu einzelnen Skulpturen. Man soll sich treffen, man soll kommen, wir wollen feiern. Es wird keine Reden geben, vielleicht eine oder andere kurze Begrüßung. In erster Linie geht es um die Kunst und darum, dass dieses Museum sich nach außen dezidiert präsentieren möchte als ein Bürgermuseum im Bürgerpark Kantpark. Naja, wenn Sie das als nicht viel bezeichnen, dann bin ich gespannt, wenn Sie mal was Großes machen. Auch das wird kommen spätestens Ende 2011 mit der Ausstellung 1911, wo das ganze Haus ein Ausstellungshaus werden will. Aber bis dahin versuchen wir mit immer wieder auszuprobierenden neuen Ausstellungsformaten die Sache also hinzubekommen. Dort, wo jetzt ab 10. die Ausstellung zum Kubismus sein wird, wird ab Oktober die Ausstellung zur Roten Couch sein. Danach wird es eine Klinger-Ausstellung dort geben. Hier oben überlegen wir, Beuys Schüler nacheinander einzuladen, um sich in Beziehung zu ihrem alten Lehrer, zu dem sie sich bekennen, darzustellen. Hier unten, wo Wilhelm Mundt demnächst ausstellt, das wird die Galerie werden, wo unter anderem auch die 3 Stipendiaten Duisburgs ausstellen werden, in Einzelausstellungen. Also sie werden hoffentlich ein enorm lebendiges Museum immer wieder vorfinden und die Bevölkerung soll kommen. Ja, also ich denke, ich freue mich drauf und am 10. Juli sollte eigentlich jeder mal den Weg hierher schaffen. Also ich denke mir, wir sind mit Sicherheit spannender als das ein oder andere Fußballspiel, wo schon 20.000 hingehen. Alles klar, dann werden wohl 19.000 kommen. Danke. Danke.